The sun is shining 24 7 because when we're together it feels like we're in heaven if it will get dark you'll be my million stars i know i can lean on you oh you catch me like a leaf falling from a tree if i be a shooting star you make a wish no i don't fake this kind of feeling never felt so real my heart is on the table because you're Das Samsung Galaxy S21 verfügt über drei verschiedene Kameras. Die allererste Kamera ist unsere 12 Megapixel Ultra Wide Kamera. Sie besitzt ein Field of View von ca. 120 Grad und besitzt eine Blende von f 2.2. Unsere zweite Kamera ist unsere Hauptkamera. Sie verfügt über Dual-Pixel-Autofokus, besitzt ein Field of View von 79 Grad und verfügt über eine Blende von F1.8. Unsere dritte Kamera ist unsere Telefotokamera. Sie besitzt ein Field of View von 76 Grad und eine Blende von F2.0. Die Telefotokamera ist aber nicht direkt ein reines Teleobjektiv, sondern besitzt einen digitalen Hybrid-Zoom. Das heißt, ein Teil davon ist optisch und der nächste Teil wird digital gemacht. Man kann theoretisch bis zu 30fach reinzoomen, aber im Endeffekt wird das Ganze ab 10 Zoom sehr pixelbreiig, deswegen würde ich euch nicht empfehlen, über 10fachen Zoom hinauszugehen. Schauen wir uns mal die drei verschiedenen Kameras im Vergleich an. Wenn man alle drei Bilder hintereinander mit dem gleichen Motiv anschaut, sieht man ganz gut, wie die Kameras jeweils von der eigentlichen Zoomstufe her sind. Mit unserer Hauptkamera hat man eigentlich ein sehr gutes Standardbild. Die Ultraweitwinkelkamera im Gegenzug bietet einfach wahnsinnig viel Platz auf dem Bild. Das heißt, wenn man irgendwie Architektur oder sowas fotografieren möchte, dann ist die super, denn man bekommt wirklich das ganze Gebäude drauf. Mit der Telekamera schafft man es nochmal einen etwas anderen Blickwinkel auf Sachen zu werfen. Es komprimiert den Hintergrund nochmal deutlich besser als unsere Standardkamera und damit kann man auch ganz gut mal Sachen wegframen. Das heißt beispielsweise, wenn man was in seinem Bild nicht haben möchte, dann kriegt man das am besten mit der Telekamera in den Griff. Im Allgemeinen lässt sich aber über die Kameras vom S21 sagen, dass sie für Fotos einfach alle super geeignet sind. Egal ob man mit der Hauptkamera Fotos macht, mit der Weitwinkelkamera oder der Telefotokamera, solange man natürlich nicht in den 30-fachen Zoom geht, bekommt man wirklich schöne Bilder. Selbst bei nicht so guten Lichtverhältnissen macht das S21 immer noch einen guten Job und wenn es dann in die Nacht reingeht. Und man auf den Nachtmodus umswitcht, selbst dann sieht man einfach deutlich mehr als eigentlich tatsächlich in echt. Aber kommen wir zu meinem Lieblingsthema, dem Video. Bei den Videos habe ich euch jeweils eingeblendet, mit welchen Kameras das Ganze gedreht wurde, aber auch welche Framerate und welche Auflösung das Ganze ist. Die Videofunktionen vom Samsung Galaxy S21 können sich auf jeden Fall sehen lassen. Wir haben alle möglichen Auflösungen zur Auswahl von Full HD über 4K bis hin zu 8K. Jedoch würde ich an eurer Stelle den 8K-Modus meiden. Er braucht nur unnötig viel Speicherplatz und ich denke mal, die im wenigsten von euch werden ein Video in 8K wirklich exportieren können, geschweige denn überhaupt einen Bildschirm oder Monitor haben, der 8K abbildet. Deswegen tut euch und eurem Speicher selber einen Gefallen und filmt einfach in 4K oder in Full HD. Das ist wirklich für 95% aller Anwendungsfälle ausreichend. Spannend im Samsung Galaxy S21 ist auch noch der Video Pro Modus. Das ist im Endeffekt ein voll manueller Video-Modus, der ist ähnlich zu vergleichen mit dem kamera Pro Modus, also dort, wo man alle Einstellungen wie bei einer DSLR selber treffen kann, jedoch eben für Video. Das kann für den einen oder anderen Bereich ganz nützlich sein, vor allem wenn man beispielsweise die Verschlusszeit einstellen möchte. Auch manuell fokussieren ist mit dem Modus möglich, jedoch ist das Ganze ein bisschen fummelig und wirklich den Fokus perfekt zu treffen ist deutlich schwieriger, als wenn man einfach in dem Automodus bleibt. Ich persönlich nutze aber beim Handy meist eigentlich den Automodus, denn wenn ich mit dem Handy filme, dann soll das Ganze schnell und unproblematisch gehen. in the morning and I see your face. I'm becoming blind by your desert gaze. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I wanna do. Kommen wir zum Vlog selfie Kamera-Test im Samsung Galaxy S21. Das hier ist die Frontkamera. Das Audio hört ihr natürlich auch direkt von neben Samsung Galaxy S21, also ohne externe Mikrofone oder ähnlichem. Ja, lasst mich gerne wissen, was ihr von der Audioqualität in den Kommentaren haltet. Ich persönlich finde sie eigentlich ganz gut für ein Handy. Und zum Vloggen reicht es meiner Meinung nach allemal aus. So, das ist jetzt die Rückkamera, also unsere Hauptkamera am Samsung Galaxy S21. Ich probiere mich so gut, es geht zu Framen. Es ist natürlich etwas schwierig, da man natürlich kein direktes Bild sieht von sich selber. Das heißt, ich schaue jetzt einfach in eine von diesen drei Kameras und ja, hoffe, dass ich scharf bin, dass ich nicht allzu sehr ruckel etc. So, das hier ist die Weitwinkelkamera am Samsung Galaxy S21. Ihr seht es wahrscheinlich bereits, denn ihr seht deutlich mehr als gerade eben noch. Und das ist auf jeden Fall eine Kamera, die ich besonders spannend finde. Ganz einfach aus dem Grund, weil man eben so viel sieht außenrum. Also selbst wenn man sich dreht oder solche Geschichten macht, man kann einfach wahnsinnig viel von der Umgebung zeigen. Und deswegen bin ich persönlich immer ein Riesenfan von diesen Ultra Weitwinkelkameras. Und für alle von euch, die Instagram oder ähnliches benutzen, ist natürlich die Frontkamera immer ganz, ganz wichtig. Das hier ist das 9 zu 16 Format auf dem Samsung Galaxy S21. Ihr seht es, ich bewege mich ein bisschen hierher spazieren und das ist auch direkt das Mikrofon vom Samsung Galaxy S21. Beim Samsung Galaxy S21 gibt es noch eine sogenannte Hochformatfunktion und ihr seht es wahrscheinlich im Hintergrund, der ist nämlich blurry. Also im Endeffekt ist es sozusagen Porträtmodus, aber für Video und das finde ich persönlich schon ganz spannend und ja, es funktioniert eigentlich auch gut. Aber erst jetzt, wenn man sozusagen hier ein bisschen Nebel im Hintergrund hat, merkt man das so wirklich. Ansonsten fällt es gar nicht wirklich auf, dass es hier sozusagen gefaked ist. Kommen wir zum Fazit vom Samsung Galaxy S21. Zum Samsung Galaxy S21 Ultra gibt es ja auf YouTube bereits ganz, ganz viele Reviews. Aber zum Samsung Galaxy S21 nicht. Das hat mich irgendwie etwas verwundert, da ich der Meinung bin, dass das Samsung Galaxy S21 ebenso seinen Platz verdient hat. Natürlich ist es von den Anwendungszwecken nicht ganz so extrem wie das Samsung Galaxy S21 Ultra, aber es ist auch deutlich günstiger. Die Kameras sind alles in allem wirklich brauchbar. Egal ob es die Weitwinkelkamera ist, die Hauptkamera oder die Telefotokamera, sie haben alle ihre Daseinsberechtigung und liefern gute Bilder. Lediglich bei der Telekamera wäre ich etwas vorsichtig, wenn es in die wirklich extremen Zooms reingeht. Der 10-fach Zoom ist hier wirklich das Maximum, das ich persönlich empfehlen könnte. Alles darüber ist zwar möglich, jedoch nicht wirklich empfehlenswert. Es verschwimmt einfach und wird kein schönes Bild mehr. Was mich aber beim S21 wirklich fasziniert hat, ist die Stabilisierung im Zoom-Modus. Also, selbst wenn man auf den 30-fachen Zoom doch mal zurückgreifen muss, der Bildausschnitt ist super fixiert und man kann ein tatsächlich relativ ruckelfreies Bild machen. Auch die Video-Features vom S21 finde ich echt super. Dennoch lasst euch bitte nicht vom 8K-Werbeslogan vom Samsung Galaxy S21 beeindrucken, denn sind wir mal ehrlich, 8K braucht im Moment eigentlich wirklich keiner. Dennoch sind die anderen Kameras super dafür geeignet, Videoaufnahmen zu machen. Es reicht meiner Meinung nach tatsächlich auch, um irgendwie einen ganz normalen Vlog zu produzieren, denn die Kameras bieten genügend verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und auch die Tonqualität fand ich persönlich jetzt gar nicht mal so schlecht. Was man bei den Videoaufnahmen natürlich immer braucht, ist genügend Licht, aber das sollte beim Filmen mit dem Handy eigentlich eh klar sein. Das heißt, wenn ihr vorhabt, damit eure eigenen YouTube-Videos oder ähnliches aufzunehmen, achtet einfach darauf, dass genügend Licht da ist. Ansonsten setzt euch am besten neben ein Fenster irgendeiner großen Lichtfläche, denn dadurch werden eure Videos deutlich besser, als wenn ihr irgendwo in einem dunklen Raum hockt. Falls euch dieses Review zur Kamera vom Samsung Galaxy S21 gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten, falls ihr weitere Fragen habt, lasst ebenso einen Kommentar da. Ein Abo freut mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine wundervolle Woche. Habt eine schöne Adventszeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.